Professor Dr. Martin Winterkorn ist Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG. 1966 startete er seine Ausbildung mit einem Studium der Metallkunde und Metallphysik an der Universität Stuttgart. Es folgten Jahre als Doktorand am Max-Planck-Institut für Metallforschung, an dem er 1977 promovierte. Nach Tätigkeiten im Forschungsbereich bei der Robert Bosch GmbH wechselte er 1981 als Assistent des Vorstands für Qualitätssicherung zu Audi. Als Leiter der Konzernqualitätssicherung wechselte er zu VW, wo Martin Winterkorn ab 1996 die Funktion des Markenvorstands für die technische Entwicklung der Marke VW übernahm. 2002 kehrte er vorübergehend zurück zu Audi, wo er den Vorsitz des Vorstands übernommen hat. 2007 wurde er zum Vorstandschef der Volkswagen AG ernannt, 2 Jahre später zusätzlich zum Vorstandsvorsitzenden der Porsche Automobil Holding. Bitte begrüßen Sie nun Herrn Professor Dr. Martin Winterkorn. Ja, sehr verehrter Herr Steingart, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst mal vielen Dank für diese freundliche Begrüßung. Ja, München ist für mich bekanntlich ja immer eine Reise wert. Und wenn das Handelsblatt zum Autogipfel ruft, dann gleich doppelt. Was mir an dieser Veranstaltung gefällt, ist, hier geht es nicht, in der Regel nicht um knallige Headlines, um Auflage oder Clickrates, hier geht es um die Sache. Als Zeitungsleser und zugegebenermaßen oft auch als Objekt der Berichterstattung muss ich leider sagen, das ist nicht immer so, das ist heute auch auf Wirtschaftsseiten nicht mehr selbstverständlich. Dabei gebe ich Ihnen, lieber Herr Steingart, vollkommen recht, die Substanz entscheidet. Insofern wünsche ich dem Handelsblatt, bleiben Sie dem Qualitätsjournalismus treu und überzeugen Sie mit Stories, die spannend und auch richtig sind. Dass es solche Geschichten gibt, ist nicht zuletzt dieser Autogipfel, der hier zeigt, dass sowas noch gibt. Den Wandel des Automobils zu gestalten, so lautet der Titel meines Vortrags heute. Und dieser Titel enthält gleich 2 programmatische Aussagen. Erstens, Sie haben bereits darauf hingewiesen, es gibt den Wandel. Und zweitens, wir werden nicht zwangsläufig von ihm überrollt, sondern wir können ihn selbst gestalten. Tatsächlich ist der Wandel des Automobils keine Zukunftsvision mehr. Er ist real, er ist gegenwärtig und er hat bereits massiven Einfluss auf unser Geschäft. Mir persönlich wird das immer dann bewusst, wenn ich an die Ansätze und Anfänge unserer Strategie 2018 zurückdenke. Es war im Jahre 2007, als ich wieder von Audi zu Volkswagen gewechselt bin, also vor gerade mal 7 Jahren. Und doch war es damals, vor 7 Jahren, noch eine ganz andere Welt. Es gab noch keine CO2-Grenzwerte. Es gab noch keine nennenswerten Elektroautos auf unseren Straßen. Und es gab auch noch keine Integration des Smartphones in unsere Autos. Genau gesagt, es gab überhaupt keine echten Smartphones zu dieser Zeit. Denn iPhone kam justament in diesem Jahr auf den Markt. Das zeigt doch, in unserer Branche hat sich in den letzten Jahren vieles und schneller verändert als in allen Jahrzehnten zuvor. Und wir als Industrie haben gelernt, dass es in unserem Geschäft nicht mehr allein um PS und Drehmoment oder Design geht. Wir haben gelernt, dass Nachhaltigkeit und Umweltschutz echte Werttreiber für unsere Branche sein können. Und wir haben auch gelernt, den Elektroantrieb zu lieben. Nicht nur wegen seiner Effizienz, sondern auch wegen des Fahrspaßes, den er bieten kann. Und wir haben auch gelernt, dass die Konzepte von heute keine Garanten für den Erfolg von morgen sind. Und lieber Dr. Zetsche, ich glaube, Sie geben mir recht, nicht nur Volkswagen-Konzern würde über all diese Themen durchaus kontrovers und mitunter sehr leidenschaftlich diskutiert.
Aber in Summe dürfen wir festhalten und feststellen, wir haben uns auf den Wandel nicht nur eingelassen, wir treiben ihn erfolgreich voran. Der Volkswagen-Konzern und die gesamte deutsche Automobilindustrie stehen heute, Herr Steingart hat es bereits erwähnt, stehen heute stärker da denn je, allen Umbrüchen zum Trotz. Das zeigt übrigens auch der Blick auf die sehr erfreulichen Quartalszahlen, die wir heute Morgen veröffentlicht haben, die Herr Steingart ja bereits erwähnt hat. Aber meine Damen und Herren, deswegen habe ich vorher den Kopf geschüttelt, das alles ist keine Selbstverständlichkeit. Dazu muss man sich nur andere Wirtschaftszweige im Umbruch anschauen, etwa die Energiebranche, die Strombranche. Deswegen, unsere Automobilindustrie hier in Deutschland kann also mit einigem Selbstbewusstsein an die kommenden Aufgaben gehen. Eines muss uns allerdings klar sein, der Wandel der Automobilwelt steht noch ganz am Anfang. Wir nehmen gerade erst Fahrt auf und das Tempo wird massiv steigen. Und es sind vor allem drei Trends aus unserer Sicht, die den Wandel vorantreiben. Die Erwartungen der Menschen, unserer Kunden, werden weltweit immer differenzierter. Ein 30-Jähriger hier aus München stellt heute ganz andere Anforderungen an individuelle Mobilität als ein 60-Jähriger aus Kalifornien oder eine 20-jährige Kundin aus dem Westen Chinas. Und mit der Elektromobilität verändert sich zudem das Herzstück des Autos. Die Antriebsvielfalt wächst und damit auch natürlich der Aufwand in Entwicklung, Beschaffung, Produktion und auch Vertrieb. Und schließlich, die Digitalisierung bringt nicht nur neue Funktionen in unsere Fahrzeuge, sie hat auch weitreichende Konsequenzen für alle Teile der Wertschöpfungskette. Dazu gleich mehr. Und in diesem Zuge entstehen auch ganz neue Geschäftsmodelle. Das betrifft neben dem Infotainment zunehmend auch immer wichtigere Bereiche wie Online-Dienste, Mobilitätsdienstleistungen oder auch das After-Sales-Geschäft. Mit Angeboten wie der vorausschauenden Wartung oder dem Software-Update in der heimischen Garage steigt nicht nur der Komfort für die Kunden, sondern natürlich auch das Erlöspotenzial. Die wirtschaftliche Dynamik der Digitalisierung ist jedenfalls beeindruckend. Heute liegt der Wertschöpfungsanteil der Elektronik an einem Fahrzeug wie dem Golf bei rund 30%. Im Jahre 2020, also beim nächsten Golf, werden es bereits 50% sein. Und die Umsätze im Kontext des vernetzten Autos steigen im gleichen Zeitraum, so ist unsere Erwartung, von 32 Milliarden Euro auf mehr als 110 Milliarden Euro. Sie sehen, meine Damen und Herren, von der digitalen Revolution zu sprechen, ist auch in Sachen Automobil nicht so hoch gegriffen. Damit werden die Daten gewissermaßen zum neuen Öl unserer Zeit. Und deswegen, die Staatssekretärin hat bereits darauf hingewiesen, wir Autobauer müssen alles daran setzen, den Datenzugriff nicht aus der Hand zu geben. Und wir müssen vor allem dafür sorgen, dass die Daten unserer Kunden jederzeit sicher und geschützt sind. Ich bin überzeugt, die deutsche Wirtschaft darf das Internet, Apple, Google und Co. nicht allein überlassen. Insbesondere beim Internet der Dinge, sprich der digitalen Vernetzung physischer Gegenstände, haben wir aus unserer Sicht alle Voraussetzungen, weil wir im Maschinenbau, bei Sensorik und Elektronik und natürlich mit unseren Fahrzeugen zu den Besten der Welt gehören. Und weil wir hier in Deutschland auf ein Forschungs- und Hochschulcluster bauen können, das weltweit ziemlich einmalig ist. Deshalb stelle ich die Frage, wer, wenn nicht die deutsche Industrie, sollte das Smart Home, die Smart Factory und das Smart Car von morgen entwickeln und vorantreiben? Dazu muss sich unsere Branche in den kommenden Jahren allerdings ein Stück neu erfinden. Was ist unsere Vision von der Mobilität der Zukunft? Womit werden wir in 10, 20 oder 30 Jahren unser Geld verdienen? Nach wie vor mit dem Produkt selbst oder zunehmend mit dem Service um das Produkt herum? Wie schaffen wir es, die bisherigen Modellzyklen deutlich schneller und flexibler zu machen?
Die Consumer Electronics mit ihren immer neuen Produkten geben hier den Takt und die Geschwindigkeit vor. Welche Technologien treiben wir mit eigener Kraft voran? Oder holen wir uns besser Partner ins Boot? Und wie konkret kann eine kluge, gewinnbringende Zusammenarbeit mit IT-Konzernen wie Google aussehen? Der Volkswagen-Konzern und allen voran Audi arbeiten intensiv daran, beispielsweise in der Automotive Alliance zur Integration der Android-Plattform in unsere Fahrzeuge. Meine Damen und Herren, das sind zentrale Fragen, vor denen unsere Branche steht. Das Gute ist, nichts davon stellt das Auto an sich in Frage. Im Gegenteil, der Wunsch nach individueller Mobilität ist ungebrochen. Wenn also branchenfremde Player wie Google in unser Geschäft drängen, dann ist das zuallererst ein Indiz für die exzellenten Perspektiven, die das Automobil bietet. Wir sehen den Wandel deshalb nicht als Bedrohung, sondern als große Chance, gerade für den Automobilstandort Deutschland. Weil wir die Erfahrung, das technologische Know-how und vor allem auch die finanzielle Substanz für diesen Wandel haben. Ich will Ihnen das an drei konkreten Beispielen aus dem Volkswagen-Konzern erläutern. Erfolgsfaktor Nummer eins, unsere modularen Baukästen. In einer Welt der Veränderungen und der Ungewissheit hängt der Erfolg zunehmend an Flexibilität und Schnelligkeit. Das gesamte Antriebsspektrum in Perfektion zu beherrschen, flexibel und wirtschaftlich auf Verschiebungen der Nachfrage reagieren zu können und der schnelle Transfer von Innovationen in möglichst viele Modelle und Segmente, diese Anforderungen, meine Damen und Herren, werden immer wichtiger. Unsere Baukästen sind daher wie gemacht für die neue Welt der Mobilität. Ein schönes Beispiel ist der neue Passat. Er bietet dank modularem Querbaukasten eine in seiner Klasse bislang undenkbare Palette an Assistenzsystemen und Infotainment. Vom virtuellen Cockpit über mobile Online-Dienste bis zum Trailer Assist für das Rangieren mit einem Anhänger. Und er bietet zudem ein breites Spektrum an Antriebstechnologien, unter anderem erstmals auch den Plug-in-Hybrid. Der große Vorteil ist, wir können jede Antriebsvariante jederzeit in praktisch beliebiger Stückzahl produzieren. Denn bei uns laufen Elektroautos nicht in gesonderten Werken vom Band, sondern Stoßstange an Stoßstange mit Diesel- und Benzinfahrzeugen und auch mit Gasfahrzeugen. Unter dem Strich heißt das maximale Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. Damit zum Erfolgsfaktor Nummer zwei, natürlich der Innovationskraft. Zugegeben, das ist kein ganz neuer Erfolgsfaktor. Die deutschen Autobauer können auf eine lange und stolze Innovationshistorie zurückblicken. Aber angesichts der aktuellen Herausforderungen wiegt diese Stärke doppelt schwer. Der Volkswagen-Konzern beschäftigt heute 44.000 Forscher und Entwickler. Wir haben gut 10.000 IT-Experten an Bord, nicht zuletzt im Bewusstsein der Schlüsselrolle der Digitalisierung. Und weltweit, Sie haben es wahrscheinlich gerade wieder gelesen, investiert kein Unternehmen mehr Geld in Forschung und Entwicklung. In den vergangenen Jahren waren es mehr als 10 Milliarden Euro. Und die deutsche Autoindustrie als Ganzes wendet mehr als 27 Milliarden Euro pro Jahr für Forschung und Entwicklung auf. Ich meine, das sind Zahlen, die sich sehen lassen können. Dennoch wird unsere Branche hierzulande häufig kritisch und teilweise sogar negativ beäugt. Aber so ist das wohl mit Propheten im eigenen Land. Es wird beispielsweise regelmäßig der Eindruck erweckt, dass uns andere Autonationen den Rang ablaufen, sei es bei der E-Mobilität oder bei der Digitalisierung. In der Realität, meine Damen und Herren, hat das allerdings wenig zu tun. Beispiel Elektromobilität. McKinsey stellt den deutschen Autobauern in seinem Electric Vehicle Index ein exzellentes Zeugnis aus. Demnach ist hierzulande die Nachfrage nach Elektroautos zwar, vorsichtig gesagt, ausbaufähig. Beim Angebot aber sind wir längst Weltspitze, vor Japan und
vor den USA. Die einzigen, glaube ich, auf die wir achten müssen, sind die Chinesen. Da komme ich gerade her. Dazu tragen nicht zuletzt Serienfahrzeuge wie der E-Up und E-Golf, der Porsche Panamera, Audi A3 e-tron, Golf GT mit Plug-in-Hybrid-Antrieben bei. Oder nehmen Sie das automatische Fahren. Um den aktuellen Stand der Technik zu erleben, muss man sicher nicht eigens nach Kalifornien reisen. Deswegen habe ich für Sie einen kurzen Film beigebracht aus Deutschland. Bobby is away, the first piloted car here at the Hockenheimring. This RS7 accelerates now towards the Nordkurve. You can see that. Look, it's being steered by nobody. It's being controlled by the intelligence. Just look at the speed. The tens of thousands of fans here witness history in the making. A lap at racing speed by a piloted car. It has been absolutely perfect. Car comes to a stop now. You won't get it parking in P1 any better than that. That was truly awesome. Ja, meine Damen und Herren, das ist eine neue Dimension des automatisierten oder automatischen Fahrens, und zwar Made in Germany. Übrigens, bei technologischen Entscheidungen kommt es oft nicht zuletzt auf das richtige Bauchgefühl an, so wie zum Beispiel bei der elektromechanischen Lenkung. Als wir diese Technologie, damals war ich noch Entwicklungschef in Wolfsburg, vor mehr als 10 Jahren eingeführt haben, hieß es bei vielen zu teuer, zu aufwendig, zu sensibel, brauchen wir nicht. Heute ist diese elektromechanische Lenkung Grundvoraussetzung für Innovationen wie Einparkhilfe oder Spurhalteassistenten und somit auch für das pilotierte Fahren. Dazu passt, meine Damen und Herren, Erfolgsfaktor Nummer 3, der Mut zum Neuen. Große Veränderungen erfordern Mut, vor allem aber auch eine ordentliche Portion Optimismus. Und Sie wissen, Deutschland gilt in dieser Disziplin bekanntlich nicht als Weltmeister. Im Vergleich zu den USA stehen wir sogar geradezu als verzagt da. Die German Angst hat zu weltweiter Bekanntheit gebracht. Ob man diese Haltung allerdings auf die Automobilindustrie übertragen kann, dahinter mache ich mal ein großes Fragezeichen. Für unser Haus ist jedenfalls festzustellen, unsere Entwickler arbeiten an so vielen, so unterschiedlichen und so spannenden Innovationen wie niemals zuvor. Unsere Produktionsexperten treiben die digitale Fabrik voran. Roboter werden künftig nicht mehr im Käfig eingesperrt sein, sondern arbeiten Hand in Hand mit den Mitarbeitern. Ein anderes Beispiel ist der 3D-Druck mit seinen neuen Möglichkeiten. Und mein Kollege Dr. Landua wird das hier an dem Symposium hier erläutern. Unsere Vertriebsleute schließlich nutzen die Chance, das Autohaus zurück in die Innenstadt zu bringen, als virtuellen Showroom. In Berlin, Peking und London hat die sogenannte Audi City bereits ihre Tore geöffnet. Und auch München wird in Kürze folgen. Sie sehen, unsere Mannschaft geht die neue Welt der Mobilität mit Freude und Zuversicht an. Motor dafür ist auch die große konzernweite Future Tracks Initiative. Langfristig wollen wir uns fit machen für die nächsten 10, 20 Jahre mit neuen Technologien, mit der Digitalisierung aller Bereiche und mit neuen zukunftsweisenden Geschäftsmodellen. Ganz kurzfristig gilt es natürlich, die wirtschaftliche Basis für all diese anspruchsvollen Zukunftsaufgaben zu legen. Die Zukunft gestalten und abzusichern, darum geht es jetzt, meine Damen und Herren. Und deshalb ist Future Tracks auch ein Programm für mehr Effizienz und Rendite. Und wenn ich mich in der deutschen Autoindustrie umschaue, befinden wir uns mit diesem Vorgehen, glaube ich, in bester Gesellschaft. Meine Damen und Herren, Sie merken schon, ich blicke mit einigem Optimismus nach vorne. Neue Trends, neue Technologien, neue Kundenbedürfnisse.
bedeuten letztlich vor allem eins: neue Geschäftschancen. Dennoch muss ich an dieser Stelle auch zur Vorsicht mahnen. Das alles, meine Damen und Herren, ist kein Selbstläufer. Der Wettlauf um die Mobilität der Zukunft wird knallhart sein. Und es gibt keine Erfolgsgarantie für niemanden. Zumal das Umfeld für unser Geschäft so schwierig ist wie nie zuvor. Ich nenne hier nur die politischen Krisenherde weltweit, die Volatilität der Weltwirtschaft, die strukturellen Schwächen in einzigen Zukunftsmärkten wie Brasilien, Russland und auch Indien oder auch die Wechselkursproblematik, die die Bilanzen vieler großer Unternehmen massiv belastet. Vor allem in der Politik könnte und müsste daher das Bewusstsein für die Größe der Aufgabe ausgeprägter sein, das darf ich mal so sagen. Denn es sind auch die politischen Rahmenbedingungen, die in den nächsten Jahren über Misserfolg oder Erfolg entscheiden. Ich wünsche mir deshalb ein noch klares Eintreten für die produzierende Industrie überall auf der Welt. Der Elektromobilität kann man schon durch relativ einfache Maßnahmen unter die Arme greifen, etwa durch die Freigabe von Busspuren oder Parkplätzen oder durch Bereitstellung der notwendigen elektrischen Infrastruktur. Ich appelliere heute an Länder und Kommunen, die Möglichkeiten des neuen Elektromobilitätsgesetzes zu nutzen und wirklich alle Elektrofahrzeugprojekte zu unterstützen. Beim pilotierten Fahren geht es vor allem um einheitliche Standards und die Klärung rechtlicher Aspekte. Insbesondere die USA sind uns dabei in mancher Hinsicht voraus. Hier darf sich, Sie sind bereits darauf hingewiesen, der Automobilstandort Deutschland nicht abhängen lassen. Am drängendsten sind schließlich anspruchsvolle, aber vor allem auch realistische CO2-Grenzwerte. Auf dem Pariser Automobilsalon haben wir eindringlich appelliert, nicht schon jetzt nach neuen Grenzwerten für die Zeit nach 2020 zu rufen. Und es ist gut, dass die europäische Automobilindustrie in dieser Frage mit einer Stimme spricht. Unternehmen und Politik müssen jetzt erstmal alles daran setzen, die bis 2020 gesetzten Ziele gemeinsam zu erreichen, um die Elektromobilität in der Breite erfolgreich zu machen. In einigen Jahren kann man dann ruhig und sachlich beurteilen, wie sich die Gesetzeslage auswirkt und welche Schritte dann sinnvoll sind. Das ist auch im Sinne der Umwelt und das ist auch im Sinne des Automobilstandorts Europa. Meine Damen und Herren, die Automobilindustrie gilt gemeinhin als konservative Branche und wir als Automanager gemeinhin als eher konservative Zeitgenossen. Ich meine, wir beweisen gerade das Gegenteil, den Wandel des Automobils gestalten und diesen Auftrag, diese Chance nehmen wir an. In einer Hinsicht sind wir dann aber doch konservativ. Wir wollen dafür sorgen, dass das Auto das bleibt, was es heute ist. Mobilitätsmittel Nummer eins, Motor für Wachstum und Innovation und nicht zuletzt Objekt der Begierde, das den Puls der Menschen höher schlagen lässt beim Anschauen und hoffentlich auch beim Fahren. Und lieber Herr Steingart, ich füge hinzu, hoffentlich auch darüber berichten. Vielen Dank fürs Zuhören.